Einfluss nehmen, damit es besser wird? Hilft Bewegung bei Ängsten und Angststörungen? Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Als Therapeut helfe ich Menschen mit Ängsten und Angststörungen. Gut zu wissen, wir können selbst unseren Beitrag leisten, damit es uns gut geht. Vieles kann dazu beitragen, Ängste und Angststörungen abzubauen. Es lohnt sich auch in diesem Zusammenhang, Körper und Geist in Bewegung zu bringen. Ja, Bewegung kann bei Angstsymptomen helfen. Zahlreiche Rückmeldungen bestätigen das. Sicherheitshalber, dieser Beitrag ersetzt weder eine Psychotherapie bzw. persönliche Beratung, noch die Untersuchung und Diagnose durch approbierte Mediziner. Diese Informationen können und dürfen nicht zur Erstellung eigenständiger Diagnosen oder einer Eigenmedikation verwendet werden. Überwältigender Stress und anhaltende negative Gedanken tragen zu Gefühlen der Angst bei. Grübeln, bei dem ständig über unbekannte Ereignisse oder Szenarien nachgedacht wird, ist ebenfalls ein Hauptsymptom bei Angst. Werden das Grübeln und die Angst zu festen Bestandteilen der Denkmuster eines Menschen, kann das zur Entwicklung einer Angststörung beitragen. Die Wahrscheinlichkeit dieser Art von psychischem Zustand kann genetisch oder durch Lebenserfahrung erhöht sein. Chemische Ungleichgewichte verursachen Angstzustände und diese Ungleichgewichte können zu einer Verschlechterung der Stimmung und zu depressiven Zuständen führen. Training kann dem chemischen Ungleichgewicht entgegenwirken, indem dadurch Endorphine und andere unaussprechliche Stoffe produziert werden. Endorphine interagieren mit Rezeptoren im Gehirn und erzeugen ein euphorisches Hochgefühl. Sie werden auch als Wohlfühltransmitter, Wohlfühlneurotransmitter bezeichnet. Die durch Bewegung produzierten Endorphine sorgen für eine vorübergehende Erleichterung bei psychischen Belastungen. Durch körperliche Aktivitäten werden die Glückshormone Dopamin, Serotonin und Endorphin ausgeschüttet und bleiben über eine längere Zeit präsent. Bereits 20 Minuten lockeren Laufens soll ausreichen, um den Dopaminspiegel deutlich ansteigen zu lassen. Körperliche Aktivität baut nicht nur Stress ab und produziert Endorphine, sondern steigert auch das Selbstvertrauen einer Person. Der Abschluss des Trainings führt zu einem Gefühl der Erfüllung und einer verbesserten körperlichen Erscheinung. Beides verbessert die Stimmung eines Menschen und kann von negativen Gedanken ablenken. Adrenalin wird während des Sports ausgeschüttet und sorgt dafür, dass sich unser Körper an die Belastung gewöhnt. Dopamin wird ebenfalls während der Aktivität ausgeschüttet und macht uns wacher, konzentrierter und fokussierter, treibt uns zu Höchstleistung an und sorgt dafür, dass wir Spaß am Sport haben. Das Vertrauen in den Körper wird dadurch ebenfalls gestärkt. Und das erweist sich vor allem bei Menschen mit ängstlichen, beobachtenden Verhalten der Körperfunktionen sehr positiv. Denn bemerken Patienten beim Sporttreiben, dass sie schwitzen und das Herz schneller schlägt, schneller geatmet wird und dass trotzdem alles in Ordnung ist, dann reduziert das zukünftig die Angst vor diesen Symptomen, die auch bei einer Panikattacke auftreten und sich sonst hochschaukeln. Regelmäßiges Training hat weitere Vorteile. Es soll sehr effektiv sein, um Müdigkeit zu reduzieren, Wachheit und Konzentration zu verbessern sowie die allgemeine geistige Leistungsfähigkeit zu steigern. Mir tut's gut. Einige meiner Patienten berichten darüber, dass sie sich insgesamt besser fühlen, seit sie sich mehr bewegen. Besonders häufig bewährt sich Ausdauersport, wobei ja auch der Spaßfaktor durchaus berücksichtigt werden darf. Denn was auf Dauer keinen Spaß macht, wird nicht lange beibehalten und kann sogar unnötigen Stress verursachen. Sportarten,
die Erfolgserlebnisse mit sich bringen, eignen sich besonders gut. Es wird sowohl Körper als auch Geist gut tun. Wobei, bitte unbedingt daran denken, hier gut auf sich Acht zu geben und vorher gesundheitliche Fragen mit einer ärztlichen Untersuchung zu klären. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Gehen wir unsere Wege ein Stück gemeinsam. Passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen.